Wir kommen jetzt zur Expertenrunde. Normalerweise haben wir jetzt gefragt, welcher Vortrag Ihnen heute am besten gefallen hat und so weiter. Das lassen wir einfach. Ich begrüße als allererstes den Gründer der Baderbank, das letzte Mal noch schwer krank, inzwischen operiert am Halswirbel. Herzlich willkommen, wieder fit, Uto Bader. Seinen Kollegen Endrit haben wir vorhin schon gehört, dass Podcast auch eine tolle Möglichkeit sein kann, um Kunden zu gewinnen für Vermögensverwalter. Aus Frankfurt da, hallo Heiko Böhmer. Auch er hat das letzte Mal einen Stellvertreter, nämlich den Felsen, den Dr. Felsenheimer, heute wieder selber im Einsatz. Hallo Uli von Altenstadt. Aus Frankfurt angereist, CIO des Digital Leaders Fund. Hallo, Baki Irmak. Damit ich nicht der einzige Franke in der Runde bin, aber nicht nur deswegen, von Dr. Jens Erhardt. Hallo, Dr. Kafanik. Ich würde mich außen hinsetzen. Den kennen wir alle. Hallo, Robert Halver. Die erste Frage, die streiche ich auch gleich, weil da wäre es nämlich darum gegangen, auf was freuen Sie sich heute besonders in der Expertenrunde. Das lassen wir jetzt einfach. Robert, die erste Frage, ich mache immer eine gezielte Frage an eine Person. Wir haben einige da, weil wir viele Themen abdecken wollen. Beginnen mit dir, Robert. Wie schon vor 25 Jahren hat Deutschland mit zahlreichen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen und wird in diesem Jahr wohl das mit Abstand schwächste Wachstum unter den G7-Staaten aufweisen. Wie kann die Politik verhindern, dass wir nicht erneut der kranke Mann Europas werden, Robert? Ad hoc würde ich sagen, alle sollten zurücktreten. Das wäre das Beste, was man Deutschland antun könnte, eine Regierung, und dann eine neue installieren. Spaß beiseite. Wir müssen zurück zu den alten deutschen Wirtschaftstugenden. Das klingt immer so, ja, altfränkisch, ja, klassisch. Aber im Grunde genommen müssen wir da hinkommen. Pünktlichkeit. Leistungsprinzip, Innovationskraft, einfach diese Sicherheit des Investitionsstandorts wieder darbieten, den wir früher hatten, dass man sagen kann, Deutschland ist so sexy, da wollen wir sein. Im Augenblick muss man sagen, sind wir eher mit Hau-Abspray dann beseelt, und da müssen wir zurückkommen. Was wir uns im Augenblick erlauben, ist eben, dass wir keine faktenbasierte Politik machen, sondern Meinungen. Und Meinungen sind immer gefährlich, wenn sie ideologisch geprägt sind. Und man kann die Welt nicht irgendwie schönreden. Wirtschaft ist ein knallhartes Geschäft. Das haben wir früher aus dem FF, alle Bundeskanzler, beherrscht. Das haben wir heute eben nicht mehr. Und wenn wir da nicht zurückkommen, dann bleiben wir der kranke Mann Europas, definitiv. Und vielleicht überlegt man das mal, allein schon mit Blick auf den Wohlstand, die Arbeitsplätze, dass wir das umdrehen. Das wird aber wahrscheinlich diese Regierung nicht mehr schaffen. Klar verstanden. Baki, die nächste Frage geht an dich. Wir erleben aktuell einen globalen Wettlauf bei Subventionen. Nun wurde der Bau zweier Chipfabriken von Intel und TSMC mit insgesamt 15 Milliarden Euro subventioniert. Wie sinnvoll sind solche Leuchtturmprojekte denn aus deiner Sicht? Ja, ich denke, das ganze Thema AI und Hardware und Software ist meines Erachtens ein Rieseninfrastrukturprojekt. Genauso wie damals Straßen und Schienen, glaube ich, müssen die Länder selbst da Rahmenbedingungen setzen und selber investieren. Wir haben das in China gesehen, als DeepMind damals gegen AlphaGo gewonnen hat, gegen den besten Spieler. Das war in China ein absoluter Sputnik-Moment. Über 300 Millionen Chinesen haben das live verfolgt. In Deutschland war das ja ein Non-Event, und danach haben die Chinesen massivst in das ganze Thema investiert und Incentives gebaut, um in AI zu investieren. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob es die klügste Möglichkeit ist, aber das viel wichtiger wäre, im Prinzip einen Rahmen zu setzen, Incentives zu setzen, dass die Investition in AI-Anwendungen eigentlich maximiert wird. Und das würde ich mehr begrüßen. Sehr interessant.
Herr Dr. Krafanik, wir kommen zum Thema Energie. Trotz des Preisrückgangs bei Energie hat Deutschland immer noch vergleichsweise hohe Stromkosten im internationalen Vergleich. Brauchen wir daher einen Industriestrompreis wie vielfach gefordert? Ich bin normalerweise ja kein Freund von Markteingriffen, aber an der Stelle scheint mir es fast notwendig zu sein. Ich meine, Sie heben gerade auf den Strom ab. Ein anderes Thema ist so ein bisschen, glaube ich, entrückt, weil schon länger zurückliegt. Und ich habe mir das neulich auch wieder angeschaut. Diese Gaspreiskonstellation, die geht ja aufs Jahr 2020 zurück. Also wir haben die großen Sprung im Gaspreis, war von 20 auf 21, von 19 auf 69 Euro und dann im Krise hoch auf 360, jetzt sind wir wieder bei 36 Euro. Das heißt, wir haben strukturell eigentlich ein Wettbewerbsproblem, was schon länger ist. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich bin kein Freund von diesen Maßnahmen, aber da sind so viele Fehler gemacht worden und so viele Eingriffe, das wäre aber einer, der tendenziell auf der richtigen Seite wäre. Klar verstanden. Heiko, Sockenfarbe rot heute? Gut. Wie immer. Wie immer, okay. Du hast nur ein paar. Nee, hat mehr. Ich wechsle das Rot auch immer ein bisschen aus. Aber das fällt nur den Fachleuten wirklich auf, ja. Kindes Immobilienmarktkrise, leichter Themenschwenk, zieht zunehmend größere Kreise. Das hat zuletzt die Kreditvergabe in China massiv gehemmt. Besteht damit das Risiko einer Kreditklemme in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt? Da muss ich schon sagen, dass wir eher auf den amerikanischen Markt schauen. Also der chinesische Markt spielt für uns in der Betrachtung auch bei den Immobilien nicht so eine große Rolle. Gleichwohl sieht man natürlich an den Entwicklungen, dass es eine komplette Übertreibung in China am Immobilienmarkt gegeben hat. Definitiv. Wir haben viel zu viel Bestand dort aufgebaut in den vergangenen Jahren. Was man aber auch sieht in dem Land in den vergangenen 12, 18 Monaten, ist eben, dass die Politik dort massive Einflüsse immer wieder gemacht hat. Und ich glaube, dass bei vielen Statistiken, die wir immer noch aus China auch bekommen, auch bezogen auf Kreditvergabe beziehungsweise auch auf Immobilienmärkte, man da wirklich eher vorsichtig sein sollte in der Einschätzung. Und einen kompletten Absturz in China am Immobilienmarkt, der ist mit einer Kreditklemme eher nicht zu erwarten. Ja. Kommen wir zum Thema Zinsen, Herr Bader. Eine inverse Zinskurve wird von Strategen ganz oft als Frühindikator für ein schwierigeres Marktumfeld gedeutet. Oftmals dauert es aber mehrere Quartale, bis dieses Szenario eintritt. Inzwischen besteht dieses Umfeld jedoch schon länger als ein Jahr und seit dem Frühjahr hat die Inversion auch das kurze Ende der Zinskurve erreicht. Das bedeutet, dass die Investoren am Anleihemarkt schon bald mit deutlichen Zinssenkungen rechnen müssen? Fragezeichen. Und ist dies gut oder schlecht für Aktien? Eine inverse Zinsstrukturkurve deutet normalerweise immer darauf hin, dass in Kürze, meistens ungefähr nach einem halben Jahr bis zu zwei Jahren, eine Rezession erfolgt. Wie groß und wie scharf diese Rezession sein wird, das kann man nicht sagen. Das weiß man auch nicht ganz genau. Aber bisher war es immer so. Ich gehe davon aus, dass es auch dieses Mal wieder so sein wird, dass wir in eine Rezession schlittern werden, eine leichte Rezession allerdings. Denn sie wird nicht so groß sein, weil die Politik, die Politiker dagegen halten, weil sie so viel Geld in den Markt pumpen, dass allein durch die negative Zinsstrukturkurve keine große Rezession ausgelöst werden kann, weil sie das wieder durch die Fiskalpolitik ausgleichen. Und deswegen glaube auch nicht, dass wir in absehbarer Zeit mit rückläufigen Zinsen rechnen können. Wie es Jay Powell sagt, higher for longer. Die Fed hat eine Zinspause eingelegt. Sie hat aber auch gesagt, dass sie wahrscheinlich in diesem Jahr noch einmal die Zinsen erhöhen wird. Und für das nächste Jahr, wo viele Leute eigentlich erwarten, dass die Zinsen zurückgehen, da werden sie nochmal erhöhen, weil der Auslöser einfach sein wird, die Inflation wird wieder zurückkommen. Jetzt bin ich gespannt, was unser Zinsexperte sagt. Uli, du hast immer wohlwollend genickt. Meine Frage wäre gewesen, weil gestern war ja die FED-Zinsentscheidung. Die haben es dabei belassen und ist unverändert geblieben. War übrigens auch in der Vorbereitung schon so auf den Karten gestanden. Insofern haben wir da gut in die Zukunft geschaut. Die Inflation geht in den USA seit mehr als einem Jahr zurück. Die Energiepreise steigen wieder.
und der Arbeitsmarkt, der bleibt weiter angespannt. Wie realistisch siehst du dann, ähnlich wie Herr Bader, die von den Märkten eingepreisten deutlichen Zinssenkungen im nächsten Jahr? Da bin ich sehr beim Herrn Bader. Ich glaube das auch nicht. Und ich, also A ist ja die Zinskurve schon relativ lange invers und sie war überhaupt noch nie so invers zwischen 1 und 10, wie es jetzt ist. Also ein paar Basispunkte jetzt wieder vom Tiefpunkt weg seit der Ansprache von Paul gestern. Das mag damit zusammenhängen, dass wir halt aus einer auch völlig außergewöhnlichen Zinslandschaft kommen, die wir halt durch die sagen wir, Marktpreismanipulationen der Notenbank erlebt haben. Und deswegen ist das, sagen wir mal, glaube ich, auch der historische Vergleich hier eher hinkend. Ich glaube auch nicht, dass wir so schnelle Zinssenkungen sehen, wie wir sie gerade in den Märkten eingepreist haben, aus verschiedentlichen Gründen. Ich meine, der Kernfaktor, der neben Energie, zumindest insbesondere für die Kerninflationsrate, eine Rolle spielt und eine sehr dominierende Rolle weiterhin spielen wird, ist der Arbeitsmarkt. Und wenn ich mir anschaue, ich habe irgendwann gedacht, es gibt in Amerika gar keine Gewerkschaften mehr. Die hat irgendwie der Reagan in den 80ern mal abgeschafft und seitdem gibt es sie nicht mehr. Und siehe da, es gibt sie wieder und stellt Forderungen, wo man sagen kann, die sind relativ sportlich. Man fordert, sagen wir mal, dass viel von dem, was an Reallohnverlust gerade im Autosektor entstanden ist, wieder aufgeholt wird. Das Interessante ist, dass derzeit zumindest noch 75% der amerikanischen Bevölkerung diese Forderungen unterstützen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Gewerkschaften mit sehr hohen Forderungen hier erfolgreich sein werden, ist meines Erachtens ziemlich hoch. Also insofern, das spricht für hohe Inflation. Vielleicht um es kurz zu machen, was spricht für weiterhin für hohe Inflation? Eine extrem expansive Fiskalpolitik in den USA mit dem Inflation Reduction Act, der eben auch noch als Forderung für Subventionen hat, dass lokal daheim im Land produziert wird, was natürlich in einem sehr engen Arbeitsmarkt eher kontraproduktiv wirkt und natürlich jetzt nicht für sinkende Kosten, sprich Preise, spricht. Also insofern, die Inflation wird höher bleiben, als das der Markt momentan einpreist. Und deswegen, glaube ich, ist auch noch nicht der Zeitpunkt, auf sinkende Zinsen zu setzen und damit auch nicht der Zeitpunkt, langes Ende der Zinskurve zu kaufen. Klar verstanden. Der Heiko hat vorher gesagt, wir schauen nicht nach China. Schauen wir mal, ob das bei dem Herrn Dr. Kafanik der Fall ist oder ob ihr das auch ausgrenzt. Wie gehört, ist die Erholung der chinesischen Volkswirtschaft ja in Stocken geraten. Wo soll denn eine Belebung des Welthandels, die für Deutschland als sehr exportabhängige Volkswirtschaft nach nunmehr 3 Jahren Seitwärtsentwicklung herkommen? Ich will sie erst mal mit Zahlen beantworten. Die erste Geschichte ist, sie kommt aus Indien. Also Indien ist nach wie vor unglaublich boomend. Wirtschaft läuft, Aktienmarkt auf Rekordhoch, obwohl sehr, sehr teuer, also Extremsituation. Und jetzt in der Diskussion, die finde ich total lustig. By the way, ich habe übrigens eine andere Meinung, was die Zinsen anbelangt, ist nur am Rande. Ich glaube, man muss ans lange Ende gehen, aber das war jetzt nicht die Antwort auf die Frage. Ziehen wir von der Redezeit ab. Sie schauen sich drei Frühindikatoren an. PMIs für Europa, also Eurozone, PMIs für die USA und PMIs für China. PMI für die Eurozone, Dienstleistung unter 50, Service unter 50. PMI für die USA, Service über 50, Handel, also Industrie unter 50. PMI für China, Service über 50 und Industrie über 50. Das heißt, heute in der Börsenzeitung, ich habe mich ja fast schon am Schreibtisch festgehalten, Wachstumslock USA. Wachstumserwartung für 23, 2,2%, im nächsten Jahr 1,5%. Drunter kommt China, Riesenproblemfall, Wachstumsschätzung für 23, 5,1%, fürs nächste Jahr 4,6%. Das heißt, China bleibt eine Lokomotive. Solche Sprüche hat normalerweise nur der Robert Halber. Wir merken es uns, China bleibt eine Lokomotive. Heiko Böhmer, die Unternehmen haben in den letzten Monaten ihre Lagerbestände massiv abgebaut. In einigen Industrien führt dies bereits wieder zu wachsendem Optimismus, dass es 2024 mit der Nachfrage wieder aufwärts gehen könnte. Ist deiner Meinung nach diese Hoffnung berechtigt? Ja, man muss wirklich auf Branchen genau schauen. Und wir haben, wenn wir uns die Unternehmen beispielsweise anschauen, in den verschiedenen Branchen haben wir sicherlich in einigen Bereichen schon große Lagerabbau gesehen. Aber der Optimismus ist sicherlich noch verfrüht, denn
das, was wir gesehen haben als Reaktion auf die Zinskurve und die Rezession, die uns eigentlich noch bevorsteht, also nicht bevorsteht, wir sind technisch ja schon drin, aber da habe ich auch mit Herrn Kafanek letztens noch drüber gesprochen, diese Werte, ob wir jetzt mit minus 0,1 oder jetzt der Stillstand im Quartal mit 0,0, das ist ja jetzt auch wirklich, das sind ja keine, ist ja kein Einbruch, den wir erleben, oder auch bei 0,3 plus ist es ja kein Boom, in dem wir uns befinden, sondern es ist ja wirklich eine definitorische Frage. Also von daher muss man das auf jeden Fall stark beobachten, definitiv, aber ganz klar noch kein Ansatz für Hoffnung fürs kommende Jahr, denn wir haben jetzt wirklich viele Branchen gesehen, und auch viele Stimmungsumfragen, auf die wir sehr stark gucken. Und wenn man sich das anguckt, wir sind in vielen Stimmungsumfragen, Konjunkturerwartungen auf einem Niveau, wo wir seit Sommer 2020 nicht mehr waren. Das heißt wirklich in dieser Phase Corona, wo keiner wusste, wo es lang geht. Danach hat sich die Stimmung in vielen Bereichen aufgehellt. Aber von jetzt, nach 6 Monaten vorne geschaut, sind die Konjunkturerwartungen wirklich nur noch ein Hauch über diesem Corona-Tief. Und das ist natürlich auch ein Indikator dafür, dass sich das weiter verfestigt hat noch. Herr Bader, wir brauchen Ihre volkswirtschaftliche Expertise. Die Europäische Zentralbank hat letzte Woche die Zinsen ja ein weiteres Mal angehoben. Einlagenfazilität bei 4% inzwischen. Inzwischen befinden sich die Finanzierungskosten für die Banken somit auf dem höchsten Stand seit 22 Jahren. Und gleichzeitig schrumpft die Geldmenge M1 nun bereits seit 12 Monaten, das gab es seit Jahrzehnten nicht. Glauben Sie, das kann gut gehen? Ja, das kann schon gut gehen. Denn die Geldmenge ist ja aufgebläht worden durch die falschen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank. Und das wird jetzt langsam zurückgeführt. Und die Zinsen steigen bei uns in Europa auch aus einem Grund weniger schnell als in Amerika drüben, weil natürlich die Banken auf ihre Einlagen bei der Notenbank höhere Zinsen bekommen. Und deswegen haben alle europäischen Zentralbanken in der Zwischenzeit Defizite. Sie schreiben rote Zahlen. Und das ist natürlich für eine Zentralbank ein Graus, die gewöhnt sind, wie bei uns, unsere Bundesbank, die früher 20, 30, 40 Milliarden pro Jahr in den Bundeshaushalt reingedrückt hat und abliefern konnte. Und das geht jetzt nicht mehr. Und deswegen versucht ja auch die EZB, solche Dinge zu machen, wie dass die Mindestreserve für die Banken nicht mehr verzinst wird. Der nächste Schritt, der wahrscheinlich kommen wird, die Mindestreserve wird erhöht von 1% auf 2%. Also das, was Herr Draghi vor 14 Jahren oder sowas oder 11 Jahren gemacht hat. Es war übrigens die erste Tat von Herrn Draghi, wissen Sie das noch? Dass er damals die Mindestreserve halbiert hat, von 2% auf 1%. Und jetzt wollen Sie es wieder anheben. Warum? Weil Sie auf die Einlagen der Banken, die zu hoch sind im Grunde genommen, weil das, die Geldmenge so aufgebläht worden ist durch die Staatsanleihenkäufe. Und jetzt sehen Sie plötzlich, dass Sie, wenn Sie die Zinssätze erhöhen, dass Sie mehr Geld den Banken für ihre Einlagen bezahlen müssen. Sie kommen in die roten Zahlen. Klar verstanden. Uli. Deswegen wollen Sie auch nicht mehr so richtig ziehen, dass die Zinssätze in Europa weiter erhöht werden. Klar verstanden. Wir bleiben beim Rentenmarkt. Uli, welche Auswirkungen hat deiner Meinung nach der Verlust des AAA-Ratings der USA, der inzwischen zweiten Ratingagentur für die Rentenmärkte hier in Deutschland? Oh, für die Rentenmärkte in Deutschland. Ich würde erst mal sagen, die direkte Auswirkung auf den Treasury-Markt, der ist identisch null. Die Dinger muss jeder kaufen. Ich meine, bei dramatischen Leistungsbilanzdefiziten, diejenigen, die da dagegen stehen, die sitzen auf den Dollar und müssen die kaufen Treasuries, ob die jetzt AAA, AA oder Single A sind. Wahrscheinlich wird es irgendwann drunter, wird es irgendwann mal schwierig, aber ich glaube, bis dahin ist es sehr unproblematisch. Insofern, um ehrlich zu sein, sehe ich da auch nicht wirklich irgendwelche Auswirkungen auf jetzt die europäischen Rentenmärkte, insbesondere natürlich nicht auf die Staatsanleihenmärkte, weil man natürlich hier auch keine Dinge haben wie den Overall Debt Ceiling, die ja ursächlich sind dafür, dass man dieses AAA-Rating entzogen hat. Und da können natürlich lustige Sachen passieren. Ja, ich meine, bei der Hemmungslosigkeit der politischen Akteure in USA, keine Ahnung, also vielleicht fahren die das Land auch erstmal an die Wand, um irgendeine politische Agenda durchzuziehen, wer weiß es schon. Wer weiß es schon, genau, Baki, das ist auch die Frage, wie es mit der Nasdaq weitergeht.
In 2022 war der Nasdaq wegen des Zinsanstiegs ein Underperformer. Aber dieses Jahr, da hat er wieder, zumindest nicht heute, aber vorher sehr, sehr stark zugelegt. Nicht zuletzt aufgrund der Erwartung eines hohen Wachstums durch künstliche Intelligenztechnologien. Allerdings war der Anstieg ja nur von ganz wenigen Aktien, nicht von der breiten Masse geprägt. Wie siehst du das Revival der Tech-Aktien vor diesem Hintergrund? Gut, heute und gestern waren sehr, sehr schwache Tage, aber das ist eine Momentaufnahme. Wie ist da dein View? Ja, es ist schon interessant, also phänomenal, was die Nasdaq-Werte teilweise, wie die auf die Nachrichten reagieren. Good News is good news, bad news is good news. Ist eigentlich, reagiert eigentlich fast auf alle Nachrichten eigentlich positiv. No News? No News ist wahrscheinlich auch Good News. Wie bitte? Very Good News. Very Good News, ja, maybe. Nein, ich denke, wenn man sich die Unternehmen anschaut, die den Markt treiben, das sind Unternehmen, die sind halt, stehen relativ stabil da. Der Umsatz wächst zwar einstellig, teilweise gar nicht, wie bei Apple zum Beispiel, aber die Margen steigen. Und sie sind diejenigen, die natürlich Technologie viel schneller adaptieren können und Technologie so nutzen und effizient adaptieren und dadurch einen Mehrwert für den Kunden schaffen und einen Mehrwert für das eigene Business und für die Shareholder. Und das, gerade wenn da so Querschnittstechnologien kommen, die von bahnbrechender Wirkung sind, wie zum Beispiel AI. Wir haben hier im Prinzip diese ganzen Large Language Modelle, spielen ja eigentlich nur bei diesen ganz großen Digitalgiganten derzeit in der Nutzung eine Rolle. Die investieren jetzt massiv da Geld rein und sind wahrscheinlich auch diejenigen, die als Enabler daran profitieren. Aber für viele andere Unternehmen bedeutet das erstmal massiv investieren. Es führt auch dazu, dass eigentlich Produktivität erstmal zurückgeht, wie bei der Digitalisierung. Das Playbook, Einführung der Digitalisierung, eine stärkere Digitalisierung, wird jetzt 1:1 nochmal gespielt mit AI. Ich persönlich finde aber, dass die Sorglosigkeit vieler Investoren bei diesen Werten mittlerweile schon sehr hoch ist. Und ich glaube, dass die Bewertungen der ersten Reihe eigentlich zu hoch sind. Das ist im Durchschnitt bei diesen Sektoren der Fall, wenn man sie mit anderen Märkten vergleicht. Also egal, welches KPI man eigentlich ansieht, sind die Bewertungen meines Erachtens jetzt schon sehr, sehr sportlich und sehr hoch bei den großen Werten. Ja, was mir aufgefallen ist, du verfolgst ja die Nasdaq schon sehr, sehr lange. Das hat sich auch an deiner Sprache wiedergeschlagen. KPI ist noch KPI, aber alles andere ist Enabler, Playbook etc. Insofern könntest du da eigentlich direkt sich selbst übersetzen. Aber das zeigt, wie sehr euer Fonds nach Amerika gewandt ist. Heiko, viele Investoren hatten am Anfang des Jahres eine vorsichtige Markteinschätzung. Dieses Bild hat sich im Sommer aber klar gedreht und einige Umfragen unter Retail-Investoren sind sehr, sehr optimistisch geworden. Wie bewertest du das aktuelle Investor Summit? Das Sentiment, Entschuldigung. Ja, beim Sentiment muss man schon schauen, dass wir echt starke Schwankungen in diesem Jahr tatsächlich hatten. Und Anfang des Jahres war es ja wirklich... Ja, also es hat sich komplett eigentlich zwischendurch gedreht. Und wenn wir jetzt die letzten Wochen nochmal schauen, dann sind wir auch wirklich wieder deutlich runtergekommen eben in diesen Bereichen, die wichtig sind. Also wirklich das Sentiment bezogen auf Europa beziehungsweise auch auf, auch auf die USA tatsächlich. Und wenn wir die gesamte Entwicklung der vergangenen Jahre gucken, dann war es zwischendurch wirklich nicht so hilfreich, nur auf Sentiment zu gucken. Also Sentiment ist wirklich immer nur eine Sache, die unterstützend wirkt zu vielen, vielen anderen Dingen. Und wir sind auch viel natürlich in diesem Bereich unterwegs, weil das für uns schon wichtige Indikatoren auch sind, weil eben die Stimmungen auch so gemacht werden. Ich habe auch immer eine grundsätzliche Folie in meiner Präsentation drin, wo ich genau darauf eingehe eigentlich, wie Investoren mit Nachrichten umgehen, wie man mit Schocknachrichten umgeht, wie man im Endeffekt Nachrichten positiv adaptiert oder negativ adaptiert. Und das ist so ein Zyklus. Und ich frage halt nicht immer, wo wir uns gerade in diesem Zyklus befinden. Und Anfang des Jahres war die Stimmung bei den Investoren eigentlich immer so zu hören. Im Kopf war eigentlich, schlechte Nachrichten sind dauerhaft vorhanden. Also das war eigentlich kein Anreiz zu Hoffnung. Aber im Endeffekt der Ansatz auf die nächsten Monate zu sehen, okay, jetzt geht es aber wieder aufwärts. Und das hat sich wieder umgekehrt in den letzten Monaten. Also es ist eher auch wieder nochmal zurückgekommen. Und da komme ich wieder zu dem, was ich gerade schon in einer Antwort hatte, dass wirklich die Stimmung eher wieder Richtung Corona-Tiefpunkte geht in vielen Branchen. Und da muss sich wirklich noch gewaltig was ändern, ob die Wachstumslokomotive China dann wirklich wieder den Dampf aufnimmt. Das werden wir dann sehen.
Ja, wir nehmen den Dampf auf bei Ihnen, Herr Dr. Kafanik. Die Lokomotive war das Stichwort, ja, weil ich lieber das Auto präferiere. Nach sehr langen Zeiten der Underperformance hat sich der Euro, um mal zu Währungen zu kommen, von seinem Tief gegenüber dem US-Dollar wieder deutlich erholt. Und europäische Aktien haben sich auch jetzt besser entwickelt als US-Aktien. Wie nachhaltig sind diese Entwicklungen Ihrer Einschätzung nach? Nicht falsch verstehen, wenn Sie die Frage vor 2 oder 3 Monaten gestellt hätten, hätte ich zugestimmt, jetzt halt nicht mehr, weil schon vorbei ist. Also das war die Situation bis Mai und Juni und wie von uns erwartet, hat es ungefähr 6 Monate gedauert, diese Outperformance von Europa und der Eurozone. Also Hintergrund nochmal, extreme Stimmungstief, genau vor einem Jahr, September, Oktober letzten Jahres, extremer Ausverkauf, alle Situationen, die man nicht mehr hatten, war die Basis für diesen Anstieg. Und das hat auch für den Euro gegolten. Das heißt also immerhin von 0,95 auf 1,12 ungefähr war schon eine Ansage, 17% plus. Und im Wesentlichen war es, dass die Europäische Zentralbank und die Marktteilnehmer erkannt haben, oh, die Europäische Zentralbank erhöht wirklich die Zinsen. Und damit ist sozusagen der Zinserwartungsspread, hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber der hat sich sozusagen angenähert an die Zinsen in Europa, an die USA. Das war der Grund, dass der Euro nach oben gegangen ist. Und das hat im Grunde jetzt gedreht in den letzten 2 Monaten. Insofern immerhin schon wieder 6% runter, 1,12, 1,06. Und seit ungefähr Ende Juni deutliche Outperformance von Europa. Unterperformance von Europa im Vergleich zu den USA. Insofern wieder Business as usual. Ja, auf Gesamtjahresbasis noch nicht, aber zumindest jetzt das Momentum, gebe ich Ihnen 100% recht. Robert, in US-Dollar betrachtet geht der Goldpreis nun schon seit 3 Jahren unter ziemlich hohen Schwankungen seitwärts. Das All-Time-High befindet sich jedoch absolut in Reichweite. Was könnte dazu führen, dass wir ein All-Time-High in Zukunft bald übertreffen werden? Wir haben weiterhin eine Welt mit Problemen. Machen wir uns bitte nichts vor. Und man sieht ja auch, dass die asiatischen Notenbanken sehr gerne auch Gold kaufen. Ja, alleine schon, um aus der Abhängigkeit von US-Staatspapieren zu kommen, die von der Bonität, auch wenn der Dollar Leitwährung ist, eher vielleicht die Qualität von einlagigem Toilettenpapier haben, ja, um damit auch eben Amerika ein Schnippchen zu schlagen. Also von daher würde ich Gold weiterhin beibehalten, aber Gold wird uns nicht einen Gefallen tun und dramatisch durch die Decke gehen, weil einfach die Alternativen nach wie vor da sind. Ich bin ein großer Freund von Gold, nach wie vor. Ja, lasse ja immer zwischen den Jahren nochmal durch meine Hände gleiten, einfach was schön ist. Ja. Man hat da was in Händen. Ja. Vermögen ist das, was man essen oder anfassen kann. Aber es gibt Alternativen im Aktienbereich zum Beispiel. Die Zykliker zum Beispiel, die kommen, glaube ich, ganz gewaltig in nächster Zeit. Die konjunkturabhängigen Werte, von daher Beimischung ja, weil Gold nie enttäuscht. Treu wie Gold. Gold und Silber liebe ich sehr, kann es auch gut gebrauchen. Ne? Wir singen aber nicht, keine Sorge. Ja? Also von daher würde ich nach wie vor bis 10% des liquiden Vermögens auch in Edelmetallen halten. Ich widerspreche dir sehr, sehr ungerne. Immer. Aber du sagst, von Gold kann man nicht runterbeißen. Herr Ribéry hat es mal versucht. Ich weiß nicht, ob er inzwischen mit seinem Goldsteak beim Zahnarzt war, aber er hat es zumindest mal probiert. Baki, trotz einer sehr starken Performance im ersten Halbjahr ist Bitcoin noch ganz weit weg vom All-Time-High. Welche Umstände könnten den weiteren Aufwärtstrend begünstigen? Ich finde es mal witzig, dass du mir die Krypto-Fragen stellst. Bist doch modern, oder? Ja, klar, genau. Ich kann ja so tun, als ob. Nein, ich denke, wenn man mal sieht, wie Bitcoin sich eigentlich verhält, alle warten eigentlich auf die Dollarschwäche. Eine massive Dollarschwäche und da ist traditionell natürlich Gold die Fluchtwährung gewesen, also die Alternative. Und so eine alternative Währung oder eine andere Währung gegenüber Dollar funktioniert ja nicht. Alle, die gesagt haben, na, den Yuan könnte man eventuell da etablieren. Ich meine, wir sind halt irgendwie, ich weiß nicht, 10-Jahres-Tief, 15-Jahres-Tief beim Yuan. Und Bitcoin könnte schon ein Profiteur von einem schwachen Dollar werden. Also das ist das eine Ereignis, denke ich. Das andere Ereignis, alle warten auf das Halving nächstes Jahr. Das heißt, diejenigen, die Bitcoin minen, heute werden ja ungefähr 700 neue Bitcoins pro Tag produziert. Das wird halbiert. Das heißt, diejenigen, die minen, kriegen einfach deutlich weniger Bitcoins. Die werden sich ordentlich strecken müssen. Deswegen sieht man bei den Minern, dass die ein bisschen leiden darunter. Aber wenn das kommt und die Knappheit eigentlich weitergeht, könnte das auch ein Argument sein. Wobei am Ende des Tages muss man sagen, von den 21 Millionen Bitcoin sind über 19 Millionen eigentlich schon gemeint. Also die Knappheit
durch die inkrementelle Menge, weniger inkrementelle Menge, die wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich denke, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr stark davon abhängen, ob der Dollar schwächer wird, kurzfristig. Klar verstanden, aber was die Experten einzeln dazu meinen, werden wir jetzt in der Schlussrunde hören. Da bitte ich nämlich, nachdem wir mit den expliziten Fragen an unsere Experten durch sind, einfach um ein Statement, 60 Sekunden pro Experte, welche Entwicklung wir an den Märkten zu erwarten haben bis Jahresende. Herr Dr. Kafanik. Relativ wenig. Ich habe schon am Anfang des Jahres gesagt, wird ein langweiliges Kapitalmarktjahr. War bis auf ein Ereignis um die Silicon Valley Bank war auch so. Ich hoffe, dass das so bleibt. Keine großen Veränderungen im Index, keine großen Veränderungen in der Währung, keine großen Veränderungen auf der Zinsseite. Also so langweilig wie es war, es können Sie messen am VIX-Index, können Sie messen am VDAX, fast also auf Allzeit-Tiefs. Also langweilig begonnen, langweilig in der Mitte, langweilig zu Ende. Das sind ja wirklich belebende Aussichten, ne? Absolut, absolut. Robert, ist dein Ausblick etwas ruckeliger? Dann bringe ich mal ein bisschen Schnaps ins Spiel. Ja. Also ich glaube, die Reflation in China wird kommen, ja, eindeutig, weil die Chinesen natürlich das Gentleman Agreement haben. Wir haben zwar die totale Kontrolle, aber ihr habt Wohlstand. Und wenn das Agreement nicht mehr funktioniert, muss eben die KP nachlegen. Die Amerikaner werden das Soft Landing schaffen. Ich bin übrigens der Meinung, dass der Zins nicht mehr großartig steigen wird. Das bringt natürlich auch die Konjunktur in Amerika wieder ans Laufen, zumal viel Geld ausgegeben wird. Und man darf natürlich nie den Fehler machen, unsere deutschen Nebenwerte, die wir bei Lupus Alpha eben dann nochmal vorgeführt bekommen haben, oder im Value-Bereich, Shareholder Value, leckere Werbung hier machen, um Gottes Willen, dass man hier die Werte auf jeden Fall Potenzial haben. Denn unsere Einzelwerte sind sexy. Sie sind günstig bewertet, vom KBV, vom KGV und wir sollten uns einfach mal nochmal vor Augen führen, wie toll diese Werte sind. Also von daher warte ich durchaus für den DAX, dass wir in die Nähe eines neuen Allzeithochs kommen. Und für den MDAX bin ich auch optimistisch, die Reflation kommt. Also ran an die deutschen Industriebuletten. Widerspricht nicht meiner langweiligen Einschätzung. Bucky, wie wird's? Also was ich gerade sehr spannend finde, ist das Verhalten des US-Konsumenten. Der hat meines Erachtens die Wirtschaft weiter oben gehalten und der war meines Erachtens extrem sorglos. Und im Oktober kommen mehrere Phänomene zusammen, die ein Stück weit den US-Konsumenten tatsächlich belasten können und sein Konsumverhalten ändern können. Insbesondere 40 Millionen Amerikaner zahlen jetzt Student Loans. Also was eingefroren war oder pausiert hatte, das sind im Schnitt, also sind es ungefähr $400. Und das sind, wie gesagt, nicht nur Studenten, sondern ehemalige Studenten. Das sind insgesamt 40 Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Also genau die, die eigentlich fast alles ausgeben, was sie eigentlich an verfügbaren Einkommen haben. Im Monat. Im Monat, ja, ja. Im Monat. Wir reden über ungefähr $400 im Monat im Schnitt. Und ja, der Zinseffekt sollte meines Erachtens irgendwann wirken. Und das kann durchaus auch jetzt im Oktober zusätzlich das Ganze beschleunigen. Dann haben wir Headline Inflation, die wieder anzieht. Und nicht, weil Nachfrage so groß ist, sondern weil das Angebot einfach sukzessive gekürzt wird. Heißt für mich, dass auch mit der vor dem Hintergrund, dass die Zinsen zwar pausiert werden, aber wahrscheinlich oben bleiben. Good News ist zwar Good News, aber Bad News ist auch Bad News. Und ich glaube, dass die Wachstumsunternehmen, die massiv inflated sind, hinsichtlich der Bewertung, dass die eigentlich zurückkommen sollten, die könnten den ganzen Markt dann runterbringen. Und es gibt eine ganze Reihe der Unternehmen der zweiten Reihe, die sehr, sehr gut aufgestellt sind, vor allem sehr, sehr viel Cash haben. Es gibt viele Unternehmen der zweiten Reihe, die praktisch fast so viel Cash haben wie Enterprise Value. Und dafür gab es lange Zeit nur Strafe, jetzt gibt es dafür Zinsen. Und Interest Income ist plötzlich wieder richtig spannend bei diesen Unternehmen. Ja. Ganz kurz zur Zeit, du hast eine Minute gehabt, was interessant ist, ich glaube, du hast den Vortrag heute Nachmittag gehört, da haben wir nämlich gelernt bei dem Endrit, wenn man jemanden 30 Stunden in seinem Leben schon mal getroffen hat, dann ist es ein guter Freund, ja, und für einen besten Freund zu gewinnen sind 50 Stunden, da hättest du noch ein bisschen weiterreden müssen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ja. Uli, wir sind schon Freunde, oder? Aber ja, wir kennen jetzt auch schon länger als 50 Stunden.
Ja, mein Szenario ist ein etwas negativeres, nicht ganz überraschend. Der Inflationsdruck bleibt hoch aus den genannten Gründen. Das heißt, dass die Zinsen am langen Ende sowohl in den USA wie auch in Europa ansteigen werden. Blöderweise ist natürlich für die Bewertung der Unternehmen eher mal keine gute Neuigkeit. Und deswegen würde ich eher davon ausgehen, dass die Aktienmärkte jetzt für die Frage ist, bis Jahresende eher unter Druck sein werden. Im Schnitt. Ja, so. Insofern glaube ich, ist das Marktumfeld ein eher schwieriges. Was ich da eher kaufen würde in diesem Umfeld sind, wenn man schon Zinsprodukte kaufen will, was mir da gut gefällt, sind Inflation Linker USA. Da steht 2% Realrendite drauf. Das glaube ich, hat es auch schon ganz, ganz lange nicht mehr gegeben. Und insofern ist das was, wo ich denke, da sollte vernünftige Performance draufstehen. Ansonsten unkorrelierte marktneutrale Strategien ist sicherlich eine gute Idee. Und natürlich selektive Aktien, gar keine Frage, da kennt ihr euch aber besser aus als ich. Vielen Dank. Udo Bader, bleibt es langweilig oder tut sich was? Es gilt mein alter Satz, niemand kann in die Zukunft schauen. Und daran halte ich mich. Man muss als Anleger strategisch vorgehen und nicht irgendwie in der Zukunft voraussagen, was, wenn eventuell so etwas kommen könnte, mit der und der und der Wahrscheinlichkeit. Nein. Wir müssen handeln nach dem, was ist, und dann unsere Strategie danach ausrichten und uns anpassen, was kommen wird. Weder die Klimakatastrophiker noch die Klimakleber, niemand weiß, was kommen wird. Weder die Politiker noch wir. Wir wissen es nicht. Und eins ist klar, nichts ist nachhaltig. Nichts ist nachhaltig. Alles ist endlich. Immer daran denken. Ich traue mich ja kaum noch, das Mikro jetzt in die Hand zu nehmen. Vielleicht komme ich auch so tief runter. Herr Bader. Nein, man kann die Zukunft nicht vorhersehen. Das habe ich auch in meiner aktuellen Präsentation drin. Ich stelle immer vor und sage, ich sage Ihnen jetzt, wo der DAX am 31.12. des laufenden Jahres steht. Und dann gehen die Augen auf und dann ist die nächste Folie zwischen 10.000 und 20.000 Punkten. Und dann ist eine große Enttäuschung. Und dann kommt die nächste Folie, wo steht der DAX am 31.12.2038. Und dann werden die Augen wieder groß. Und dann ist die Antwort mit 99,8% Wahrscheinlichkeit höher als heute. Und es ist schön zu wissen, wo der DAX am 31.12. dieses Jahres steht, aber es ist viel wichtiger, mit dieser Strategie loszuziehen und eben auch zu sagen, langfristig ist ja der Aktienmarkt genau das Spielfeld, wo man eben die Renditen erzielen kann. Und wo wir dann am 31.12. stehen, ist nicht so wichtig. Vielen, vielen Dank. Alles ist endlich, hat Udo Bader gesagt, auch unsere Expertenrunde. Vielen Dank den Experten heute für den Beitrag. Heute mal ein bisschen gekürzt. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen.